Der Borsigturm auf dem Gelände der ehemaligen Borsig-Werke in Tegel zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ früh als Industriehochhaus entstanden ist. Manche sprechen davon, dass er der erste Wolkenkratzer in Deutschland ist. Also nicht nur von der Höhe her, sondern auch von der Wirkung eines Turmes. Das war damals in der Nachkriegszeit modern. Peter Behrens schuf so einen Turm für die AEG in Oberschöneweide. Siemens, ja, Hans Hertlein für Siemens, den Siemens-Turm als Wahrzeichen des Konzerns. Und da wollte Borsig natürlich nicht zurückstehen. Der Architekt des Borsigturms ist nicht so bekannt. Es ist Eugen Schmohl, von dem auch das Ullsteinhaus in Tempelhof stammt. Der Turm selbst ist ein Stahl-Skelettbau, vor dem eine selbsttragende Fassade steht. Das ist so eine kleine Besonderheit. Ja, mit seinen 11 Geschossen, einer Höhe von fast 70 Meter, bietet sich von seinem Dach ein interessanter Rundblick über den Norden von Berlin.